In der alles entscheidenden Playoff-Runde gewannen die Regensburger zuerst hier in der Donau-Arena mit 4:1 gegen Duisburg. Dann gab es eine Niederlage in Duisburg, eine Niederlage zu Hause und plötzlich wusste man, jetzt geht's um alles. In Duisburg konnte zugunsten der Duisburger die Entscheidung fallen, aber war nicht so. Regensburg siegte mit 3:2. Und das allerletzte Spiel, Spiel Nummer 5 in der Donau-Arena, fand am Ostermontag statt. Am Ostersonntag hatte der Vorverkauf dafür begonnen bei der Lanzinger Tanke. Tausende von Fans wollten sich Karten kaufen. Angeblich hätte man damals 15.000 Tickets loswerden können. Schlangen vor der Lanzinger Tanke. Die Polizei musste anrücken, musste den Verkehr regeln. Eishockey-Begeisterung pur. Und dann war es da. Das 5. Spiel gegen Duisburg. Und das schauen wir uns jetzt an. 5.000 Fans hofften im entscheidenden 5. Aufstiegsspiel zwischen Regensburg und Duisburg auf die Fangkünste von Eisbären-Goalie Reinhard Haider. Und die musste er zu Beginn des Spiels gleich mehrmals unter Beweis stellen. Die Eisbären vertändeln die Scheibe. Poppisch auf Kubis, doch Haider hält. Und auch den Nachschuss von John Johnson kann er parieren. Dann der erste Eisbärenangriff. Czermak setzt sich an der Bande durch. Der Pass auf Witzel wird geblockt. Die beiden setzen aber nach. Prüfen Petri Engmann. Aber der hat die Scheibe sicher. Nun kamen die Duisburger mit viel Glück zur nächsten Chance. Der Puck prallt von der Bande zurück und Frank Petrosa genau auf den Schläger. Doch die Nummer 1 der Oberliga ist auf dem Posten. Ab der 10. Minute kommen die Eisbären besser ins Spiel. Und Enrico Koch eröffnet einen wahren Sturmlauf. Sehr zur Freude der Eisbären-Fans. Dann die nächste Szene. Peter Fitzal gegen 3 Gegenspieler. Der Torjäger setzt sich durch. Rückpass auf Czermak. Den Schuss kann Engmann noch entschärfen. Doch gegen den Nachschuss von Lala ist er ohne Chance. Ausgerechnet Jiří Lala, der vor jedem der Playoff-Spiele fit gespritzt wurde, erzielte diesen wichtigen Treffer. 1:0 also die Führung für die Eisbären. Die Donau-Arena bebte. Und kurz vor der ersten Drittelpause kam es sogar noch besser. Überzahlspiel der Eisbären. Und dann ging alles ganz schnell. Lala, Fitzal, Czermak, Tor. Und die 2:0-Führung war perfekt. In Zeitlupe noch einmal der Traumpass von Peter Fitzal auf David Czermak. Und mit diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt. Und wer dachte, die Regensburger würden das Spiel locker nach Hause schaukeln, der hatte sich schwer getäuscht. André Grein schnappt sich die Scheibe, zieht auf und davon, Querpass auf Todd Marcellus. Und die Scheibe kullert durch die Schoner von Haider zum Anschlusstreffer. 2:1. Die wenig geschockten Eisbären gaben aber die richtige Antwort. Ronny Martin artistisch auf Miro Laso. Und der schlänzt die Scheibe vorbei am verdutzten Engmann in die Maschen. Und zu Recht ließ er sich von den Fans und der eigenen Mannschaft feiern. Doch die Füchse kamen mit viel Glück noch einmal ins Spiel zurück. Der Puck springt von der Bande weg und André Grein genau vor den Schläger. An Freund und Feind vorbei schlägt sein Geschoss zum 2:3 ein. Das auch der Spielstand nach 2 Dritteln. Zum letzten Mal wurden die Seiten gewechselt und das Spiel wurde zur reinen Nervensache. Die Gäste setzten alles auf eine Karte und wie Reinhard Haider den wohl gehalten hat, das wusste er selbst nicht. Das Spiel wog nun hin und her und war an Spannung und Dramatik nicht mehr zu überbieten. Die Eisbären mit Übersicht. Kopf auf Behran, doch der Verteidiger Hühne vergibt den Matchball. Noch einmal kurz, doch sein Pass zu ungenau. Die Duisburger gaben aber nicht auf. Nationalspieler Christian Ehrhoff. Doch Haider pariert. Auszeit Regensburg, um alle Kräfte noch einmal zu mobilisieren. Doch Duisburg kam zur nächsten Gelegenheit. Poppisch bringt die Scheibe vors Tor. Doch mit vereinten Kräften kann der Ausgleich vermieden werden. 8 Sekunden vor der Schlusssirene, dann das letzte Bulli. David Czermak gewinnt, Schönköte befreit und Peter Fitzal mit dem erlösenden 4:2 Endstand. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga war besiegelt
Und was sich dann in der Donauarena abspielte, sehen Sie selbst. I think the season was great for us and we played very well and I'm happy we win the game. Ja, absolut. Also wir haben dieses Jahr eine wirklich überragende Mannschaft gehabt. Vom Trainer angefangen über Betreuer, Vorstand, hat alles super passt. Und wir haben das ganze Jahr hart gearbeitet und das ist der Lohn dafür. Die Eisbären waren in der zweiten Eishockey-Bundesliga der größte Erfolg des Vereins seit dem Ende der 80er Jahren. Gefeiert wurde übrigens bis in die Morgenstunden.